Hallo, mein Name ist Dieter Nuhr und ich bin heute auf dem roten Stuhl. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf dem roten Stuhl. Ich muss ja dazu sagen, manchmal wartet man zu Recht auf wirklich Gutes im Leben und ich habe lang versucht, ihn zu bekommen und jetzt hat es endlich geklappt. Ich begrüße dich in Wien, Dieter Nuhr. Servus. Hallo. Ich freue mich total, Dieter. Ja, ich freue mich auch. Ja, ich bin hocherfreut, dass sich in Wien jemand für mich interessiert. Du tust dich gerade ein bisschen kleinreden, aber das geht in Ordnung, macht dich sehr sympathisch. Ich sage jetzt mal herzlich willkommen in Wien, aber eigentlich muss man dazu sagen, du bist ja heute schon bei Tag 4 in Österreich, gell? Schon dreimal aufgetreten, heute auch noch. Ja, und ich bin auch ehrlich gesagt nicht zum ersten Mal in Wien. Also insofern, ich war schon mal hier. Ja. Ich glaube, ich hab gestern ausgerechnet, dass ich 2 Jahre meines Lebens insgesamt in Österreich verbracht Wirklich? Habe. Wirklich? Und insofern ist es mir nicht mehr ganz neu hier. Ich habe sogar die Sprachbarriere durchbrochen. Ich verstehe die Menschen vereinzelt. Wie ist denn das auf der Bühne zum Beispiel, wenn du auf der Bühne stehst und hast du dann noch das Gefühl, du spielst jetzt in Österreich und bist ein bisschen eingeschränkt vom Gefühl her, weil man denkt, man muss jetzt irgendwie... Nee, eigentlich nicht so, weil es ist ja schon so, dass mein Programm nicht jetzt so tagespolitisch ist, dass ich die ganze Zeit über den deutschen Gesundheitsminister rede oder so, wo die Leute hier denken, was soll ich jetzt damit anfangen oder so. Ne? Es gibt einen kleinen Teil über Frau Merkel oder so, aber das ist ja schon so, dass die Leute das hier auch interessiert, Kann dass die wissen, wer das ist und so. Und insofern ist das kein Problem. Es sind eher so kleine Begriffe. Ja, es gibt zum Beispiel so einen schönen Scherz in meinem Programm, der hat was zu tun mit Dixi-Klos. Bis ich verstanden habe, dass die hier nicht Dixi-Klos heißen, sondern dass die hier einen anderen Namen haben. Also diese Klos, die man auf der Baustelle aufstellt oder so. Ne? Mir ist es von den Musikfestivals ein Begriff, das Dixi-Klo. Ne? Ja, die genau. Dort gerne auch das sind so Sachen. Und dann funktioniert der Scherz nicht und du fragst dich, wieso lacht jetzt keiner? Mhm. Und dann solche Kleinigkeiten sind da. Ja, cool. Man muss jetzt sagen, live-mäßig sind wir jetzt gerade, ich sage es einfach jetzt mal dazu, im August 2021 sozusagen in so einer Zwischeneuphorie-Phase, was Corona betrifft. Aber ich denke mir, und das habe ich jetzt oft schon gesehen, dass diese wirklich großen Ticketseller eigentlich ja jetzt fast benachteiligt sind ob ihrer Größe. Weil im Hinblick auf den Herbst, ich weiß nicht, wie es in der Kabarettbranche ist, aber ich fürchte, es wird gleich sein. So richtig entspannt schaut man ja nicht auf den Herbst. Nee. Wie schaut es da bei dir aus? Fürchtest du auch schon, dass da irgendwelche Absagen kommen? Ja, natürlich, wir werden Absagen haben, auf jeden Fall. Also weil ja auch jeder Ort eigene Maßstäbe hat, eigene Gesundheitsmaßstäbe hat, was im einen Ort infizierend ist. Gilt im nächsten Ort als ungefährlich. Es ist alles ein bisschen schwierig. Wir verschieben jetzt seit über einem Jahr Auftritte. Und das Problem ist wirklich, dass wir zu viele Karten verkauft hatten. Also es war eigentlich so, dass das letzte Jahr, dieses Corona-Jahr, das Jahr war, wo ich die meisten Karten in meinem ganzen Leben verkauft hatte. Ist verrückt, ne? Und dann fiel das alles aus. Und dann, wenn ich jetzt die Hälfte der Karten verkauft hätte, hätte ich an vielen Orten spielen können. Mit Corona-Maßnahmen und 2 Stühle voll, 2 Stühle leer und so. Aber das ging ja jetzt eben nicht, weil wir die ganzen Karten verkauft haben. Ja. Du kannst den Leuten nicht sagen, wir lassen nur die Hälfte rein. Ja. Und dann müssen wir halt eben jetzt schieben wir so einen Riesenwust an Auftritten vor uns her, wo die Karten verkauft sind. Und das ist natürlich sehr komfortabel irgendwie. Dass wir so schön viele Karten verkauft haben, freut mich natürlich auch. Danke dafür. Aber es ist die Frage, wann sich das wieder ändert. Ja. Weil ich bin eigentlich jetzt schon der Meinung, dass wir jetzt an so einer Phase sind, wo Genesene und Geimpfte, glaube ich, wieder in so eine Normalität eintreten können. Und ich war gestern hier im Zoo, es war rappelvoll, ja, aber dann ist da vorher eine Schlange und da sind nur Genesene, Geimpfte, Getestete. Und dann ist es schon irgendwie okay, ja, weil die Leute, die jetzt genesen oder geimpft sind, werden keinen schweren Verlauf mehr haben. Also man lebt jetzt mit einem kleinen Restrisiko, aber für diese Menschen muss wieder Normalität eintreten. Und wer sich nicht impfen lassen will, der hat ein Problem. Ja. Ich verstehe auch teilweise Ängste und sowas und so, aber wir leben jetzt
in einer Zeit, in der ganze Volkswirtschaften vor die Hunde gehen. Und wenn man jetzt sagt, meine kleine Angst ist mir wichtiger als das Ganze, dann muss man damit leben, dass man eben Zutritt verliert zu bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Ich glaube, anders geht das jetzt nicht mehr. Nicht wegen mir. Also mir geht's gut, beim besten Willen. Aber ich glaube, die gesamte Gesellschaft, ganze Wirtschaftszweige müssen irgendwann wieder anfangen. Sonst überlebt unser Gesundheitssystem das auch nicht. Mhm. Und unser Gesellschaftssystem überlegt diese Wirtschaftskrise dann nicht mehr. Ja. Ich glaube auch, die große Kunst ist jetzt auch irgendwie, dass man sozusagen in der Gesellschaft auch anfängt, wieder ins Leben zurückzukehren. Ja, man das hat ist, ich, Menschen, so ich weiß nicht, wie es dir geht, so ein Menschenekel entwickelt auch irgendwie. Man geht immer so an anderen Leuten vorbei oder so, weil man möglichst so Abstand haben will. Und so. Plötzlich ist man zum potenziellen Virenüberträger und ja, nicht genau, Mitmenschen also, geworden. Genau. Potenzieller Krankheitsherd sitzt da gegenüber. Und so. Man lacht da fast drüber, aber, aber das ist, glaube ich, wirklich ein Riesenproblem, dass das Menschenekel, diese Angst dann wieder rauszukriegen aus der Gesellschaft. Ja. Und dann gibt es Leute, die tun sich da gar nichts von weg, denen ist das völlig wurscht. Ja, das ist, und die treffen dann ja aufeinander. Ja, und dann wird es schwierig in der Interaktion. Mhm. Es ist ja, Corona ist ein Thema. Ich habe einen super Satz von dir gehört, wo du deine Tätigkeit so zusammengefasst hast. Du hast gesagt, ich stelle mich einfach mal hin, denke laut nach auf der Bühne und schau mal, was passiert. Habe ich das gesagt? Ja, das hast du in einem, das fand ich total eine schöne Zusammenfassung auf den Punkt gebracht. Nur mache ich das natürlich nicht auf der Bühne, sondern ich schreibe schon vorher einen Text. Ist schon klar, aber im Prinzip ist das der Vorgang. Ja. Und gerade bei Corona hat man ja auch gesehen, und du bist ja auch sozusagen ein bisschen Shitstorm geprüft, kann man sagen, heutzutage, dass man beim laut Nachdenken heutzutage eher schon sehr gut drüber nachdenken soll, über was man laut nachdenkt. Also, was, glaube ich, bei uns gerne missverstanden wird, Kunst ist immer ein Angebot. Ja? Das heißt, ich sage was ich denke. Und wenn mir jemand sagt, das ist falsch, was du denkst, und hat ein gutes Argument, dann ändere ich das natürlich sofort. Das ist ja gar kein Thema. Das ist ja der Sinn des Miteinandersprechens auch. Den Diskurs. Und das, habe ich das Gefühl, hat unsere Gesellschaft komplett verlernt, zusammen zu sprechen, um den eigenen Standpunkt zu erweitern. Ja? Also auch um zu lernen. Auch, dass dir jemand sagt, da haben sie Unrecht, weil, und du denkst, hat er auch irgendwie recht. Und ein Stück weit übernehme ich diese Argumentation und habe dann dazugelernt. Und das geht gar nicht mehr bei uns. Zumal das Internet natürlich auch so einen gewissen zeitlosen Raum darstellt. Also mir ist vorgeworfen zum Beispiel, dass ich gesagt habe, das war der größte Shitstorm eigentlich, was Corona angeht. Ich würde am Wochenende gerne auftreten. Wir haben einen Durchseuchungsgrad von 0,00 irgendwas Prozent. Das war im März letzten Jahres. Das war zu einem Zeitpunkt, wo selbst Christian Drosten noch, unser Gesundheits- und unser deutscher Corona-Guru, noch gesagt hat, wir werden uns eh alle infizieren, wir würden es nur gerne ein bisschen vor uns herschieben und es ist nicht so schlimm. Ne? Und im Internet wird sowas dann zeitlos. Und wenn sowas jemand dann im August aus der Kiste holt, wo der Erkenntnisstand ein ganz anderer ist, dann ist das natürlich unlauter. Ne? Und das ist die Art der Auseinandersetzung im Moment. Dass man versucht, den anderen klein zu kriegen. Shitstorm ist eine Form der Überwältigung des anderen. Es geht darum, ihn, was früher mit der Mistgabel vom Stadttor gemacht wurde, das ist heute im Internet möglich, Gott sei Dank dann eben nicht mehr physisch. Das macht die ganze Sache angenehmer, aber ist genauso, ist trotzdem sehr unangenehm. Ja, die Frage für mich bei einem Shitstorm mittlerweile, das ist ja auch schon so ein strapazierter Begriff, weil auch ständig ist irgendwo ein Shitstorm. Ja, die Frage ist ja echt mittlerweile für mich schon, ohne das jetzt falsch zu verstehen, aber wie ernst man das überhaupt nehmen soll. Weil wenn man sich überlegt, wie schnell die Leute dann auch wieder vergessen, eine Woche später ist der nächste Superskandal, der sich da im Internet zusammenbaut. Ja. Also, ja, wie ernst nimmst du sowas zum Beispiel? Auch das hat sich über die Zeit natürlich völlig verändert. Am Anfang habe ich gedacht, die machen dich kaputt, die wollen, dass du wirst nie wieder eine Eintrittskarte verkaufen, die werden dir die Sendung wegnehmen. Hast du die Ängste schon in dir? Natürlich hatte ich die am Anfang, ja. Aber dann habe ich recht schnell gelernt, aber auch über einen seelisch schweren Prozess, also das ist auf jeden Fall belastend gewesen, aber habe ich dann irgendwann gelernt, dass man das nicht so ernst nehmen muss,
weil es eben in so einer Blase drin bleibt. Was ein bisschen das Problem ist, ist, dass indessen viele Tageszeitungen auch nur noch den Twitter-Trend checken morgens und es dann in die Zeitung bringen. Und dadurch machen sich Tageszeitungen selber überflüssig, weil sie zum Überbringer des Internet-Wutbürgertums in die analoge Welt geworden sind. Ja, und das macht das Ganze natürlich ein bisschen unangenehmer, weil jetzt plötzlich, vor einem Jahr wussten die meisten Leute gar nicht, wenn Shitstorm ist. Oder vor 2 Jahren, sagen wir mal. Und dann fing das so an mit diesem Twitter-Trend-Checken und jetzt steht das in der Zeitung, der und der hat wieder einen Shitstorm bekommen. Und plötzlich ist das in der Welt, plötzlich weiß jeder davon, es geht auch, weil über andere Kanäle das auch verbreitet wird. Und das nervt so ein bisschen, aber ich habe schon auch gelernt, dass das unfassbar vergänglich ist und dass indessen die Leute auch so eine Medienkompetenz entwickelt haben. Das muss man auch erst lernen, aber ich glaube, heute haben die Leute das drauf, dass sie es auch nicht mehr ernst nehmen. Also wenn heute, da werden ja oft so Stichworte reingeworfen, die unfassbar beleidigend sind, so wie Rassist oder so. Wahnsinn, oder, ja. Oder so riesengroße Begriffe, wo ich mir denke, wo du man denkst, muss sich mal bewusst sein, jemanden ins rechte Eck zu stellen, einfach mal Wahnsinn. So jetzt, weil er irgendwie laut Wahnsinn. Nachdenkt. Und da habe ich irgendwie gedacht, da habe ich schon gedacht, oh, das ist jetzt zerstörerisch, die machen dich kaputt. Ne, so. Und dann habe ich aber gelernt, dass das einfach wirklich diese Begriffe auch inflationiert. Ne? Das finde ich eigentlich sehr schlimm, dass heute, wenn heute irgendwo steht, der ist Rassist, dann sagst du schon, jo, alles klar, sind wir alle. Hat jeder schon mal gehört, die Beleidigung. So ein bisschen so wie bei uns. Ich bin ja in den 70er Jahren sozialisiert worden und das war so grün-alternative Gründerzeit und so. Und wir haben immer gerufen, wenn jemand anderer Meinung war, dann war der Faschist. So, das war so, als ich 16 war. Faschist! Und dann musste man sich mit dem auch nicht mehr auseinandersetzen. Das war einfach so. Der hatte Unrecht, weil er war ja Faschist. Aber auch ein bisschen abgestempelt dann, ne? In gewissen Kreisen. Natürlich. So, und dann nicht mehr so richtig ernst. Und man musste sich nicht mehr mit ihm auseinandersetzen. Ja. So, ne? Voll gemein eigentlich, und es gibt, oder? Ja, natürlich ist es vor allen Dingen auch ein bisschen flach im Gehirn. Ja? Und es inflationiert den Begriff. Das heißt, man hat für echte Faschisten gar keinen Begriff mehr. So wie man heute für echte Rassisten gar keinen richtigen Begriff mehr hat, weil das alles in einen Topf geworfen wird. Es gibt ganz viele Begriffe, die so inflationiert sind. Armut. Wir verwenden für Armut in Deutschland denselben Begriff wie für Armut in Indien. Das ist aber nicht dasselbe. Das ist ein unfassbar großer Unterschied. Ein Armer in Deutschland ist für einen armen Inder wirklich ein sehr reicher Mensch. Und dass diese Begriffsverquirlung, die da ständig stattfindet in diesen Internetdialogen, die macht die Dialogfähigkeit kaputt. Ist diese Entwicklung deiner Meinung nach hauptsächlich den sozialen Medien geschuldet? Generell diese Spaltung. Ich frage mich immer, ob Facebook da nicht, zum Beispiel, Facebook ist ja immer so das, wo die Shitstorms entstehen, weil auf Instagram habe ich noch keinen groß gesehen oder so. Nee, ich auch nicht, ja. Obwohl, ich hatte auch schon auf Instagram. Aha, okay, da hast du auch schon geschafft. Gratuliere. Ja, danke. Ich hätte darauf verzichten können, ganz ehrlich, weil das ist, muss ich auch mal sagen, einfach, dann viele immer denken, ja, das macht er mit Absicht, um sich ins Gespräch zu bringen oder so. Ne? Und, nein, ich kenne niemanden, der das mit Absicht macht. Vielleicht, also, du willst es nicht einfach. Es ist rein psychisch schon keine Freude, von den Menschen mit Scheiße beworfen zu werden. Selbst wenn man es gewohnt ist, gell, so richtig, egal, ist, kann es, einem es das riecht nicht immer sein. Noch. Ja. Weil letztlich sitzt noch immer dann der Mensch, steht da nur auch irgendwann es wo. Es ist ätzend und, einfach. Und der genauso sich Gedanken macht über das. Hast du dann so in diesen argen Zeiten wirklich dann in der wirklichen Realität, außer jetzt im Internet, wo man die Kraftausdrücke dann beworfen oder liest, in der Realität, was weiß ich, in der Branche oder bei Kollegen dann auch einmal gemerkt, dass dich manches ein bisschen fragend oder komisch behandeln? Oder ist das dann in der Realität gar nicht so? Jetzt muss ich mal ein kleines Loblied auf Österreich singen. Ja? Und zwar aus tiefster Überzeugung, nicht weil ich gerade hier bin. Es ist so, dass in Österreich die Schädel extrem weiter sind als in Deutschland, also weiter geöffnet sind. Also hier ist eine ganz andere Breite und Toleranz. Also ich war hier beim Kabarettgipfel, da ist kein Kollege, der sich mit dir nicht zeigen möchte, weil du ideologisch nicht auf seiner Linie bist. In Deutschland haben wir gerade in dieser Kabarettszene unfassbare Betonköpfe. Ideologisierte Gestalten, die genau wissen, dass nur sie Recht haben und sie die einzigen sind, die die Gesellschaft richtig interpretieren können. Und
mit denen die dann sich mit Leuten, die da vielleicht mal die Linientreue verlassen, auch nicht mehr zeigen wollen. Und in Deutschland ist das schon so, dass ich glaube, ich möchte mit der Kabarettszene in Deutschland wirklich nicht in einen Topf geworfen werden. Also da sind mir zu viele Leute dabei, mit denen ich wirklich nichts mehr zu tun haben will, einfach weil ich das für unfassbar verengt im Kopf halte. Und das ist in Österreich wirklich anders. In Österreich habe ich das Gefühl, es geht unideologischer zu und man lässt sich auch einfach mal was erzählen, was vielleicht nicht der eigenen Meinung entspricht, aber irgendwie auch mal interessant ist oder so, eben weil es nicht der eigenen Meinung entspricht. Warum ist denn das verloren gegangen, dieser Diskurs? Ja, wir waren ja eben bei den sozialen Medien und dann sind wir schon irgendwie weitergerutscht wieder. Aber ich glaube schon, dass es daran liegt, dass du vieles heute in Followern und Likes zählst und das ist halt ein unfassbar binäres System, like oder nicht like. Ja? Und da gibt es keine Zwischentöne mehr. Und diese Grundhaltung, meine Grundhaltung zu Problemen ist eigentlich fast immer, ich kenne kaum ein Problem, wo ich nicht sage, ja, aber, ja, oder obwohl, und gibt es für und wider. Ja? Und das haben wir völlig verlernt, aus dieser Notwendigkeit heraus, uns in 240 Zeichen da äußern zu müssen. Das ist eine Art Selbstdiskurs. Also ich führe ganz viel Selbstdiskurse mit mir, so Diskussionen so, wie findest du das? Und dann, ja, das spricht dafür und das spricht dagegen und das ist völlig verloren gegangen. Mhm. Ich glaube, dass da soziale Medien schon eine Rolle spielen und natürlich auch ein gewisser Existenzneid und so spielt natürlich auch eine Rolle, dass du in so einer Szene wie der Kabarettszene musst du immer wieder, du bist selbstständig, du musst immer wieder versuchen, das Rad am Laufen zu halten. Und da sind einige sehr bemüht, das zu tun, indem sie sich über Kollegen stellen, indem sie Kollegen anpissen, namentlich. Ja, und das ist, da versuche ich mich eigentlich rauszuhalten. Das ist ja bei Corona jetzt oft passiert, das fand ich extrem, dass eben dann innerhalb der Branche sich einzelne Kollegen schon öffentlich über die Medien dann anpinkeln, wie du schon ganz gerne mal gesagt hast. Also, aber das ist natürlich auch immer so ein Ding, dass du dieses Boulevardprinzip sozusagen übernommen hast, je mehr du einen anderen anpinkelst, umso mehr profitierst du auch von dessen Popularität auch oder von dessen Bekanntheitsgrad. Und ich glaube, da passiert schon einfach viel. Das ist schon irgendwie ein Drecksgeschäft geworden und da versuche ich mich rauszuhalten. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn man von Shitstorm redet, dann ist es ja auch so, dass sozusagen dein Publikum verärgert reagiert. Das habe ich auch echt lernen müssen erstmal. Am Anfang habe ich gedacht, die fallen alle über dich her. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich echt auf die Leute verlassen kann. Viel mehr Leute mich dann unterstützen. Okay. Ich habe oft so, gerade in der Kabarettszene, wenn die sich jetzt irgendwo politisch geäußert haben, da gibt es dann urviele Fans, so treue scheinbar, die dann sagen, ja, und jetzt kann er mich gern haben, jetzt finde ich alles schlecht und gehe nie wieder zu dem und so. Da meine Frage, ist da sozusagen die Gesellschaft so empfindlich geworden, dass man heute gleich alles so in Frage stellt, dass man ihm teilweise sozusagen die Freundschaft oder die Fanschaft kündigt? Oder was ist denn da passiert? Am Beispiel Lisa Eckert ist ja schön, die du ja dann bei dem Shitstorm damals verteidigt hast. Irgendwie, da habe ich mich auch dann gefragt, okay, weil natürlich ist die Lisa anders als die anderen. Ja, natürlich. Aber verträgt man das heute nicht mehr? Ja, zumal sie ja etikettiert wurde, das war ja völlig albern, sie als rechts oder antisemitisch hinzustellen. Sondern, hast du dich da so aus einer Wut heraus dann geäußert und gesagt, sag mal, was passiert denn hier gerade? Warum wird denn die jetzt als rechts? Ich versuche meine Wut immer zurückzuhalten. Mich hat es schon sehr geärgert, weil es halt eben gerade bei ihr auch völlig absurd war, was an Vorwürfen kam. Weil wenn man ihr Programm kennt, sie ist ja in jeder meiner Sendungen fast und ich gucke jetzt seit Jahren ihren Texten zu, da ist nichts Rechtes drin, sondern es ist doch ganz klar, dass sie mit Begrifflichkeiten spielt, sie verdreht, Haltungen persifliert. Ja. Und wenn man bei ihr einen Satz aus dem Text rauszieht und den als Aussage von Lisa Eckert hinstellt, dann ist das völlig unlauter. Es geht um einen Gesamttextzusammenhang, in dem sie alles durcheinander quirlt, in Frage stellt. Und sie arbeitet ja sehr stark mit Verstörung. Das mag ich auch sehr, dass man denkt, oh Gott, habe ich das jetzt auch gedacht?
oder wie viel von dem, was sie da gerade sagt, ist in mir oder so. Sie verunsichert einen ja, wenn man ihr zuhört. Das muss man mal schaffen. Gell? Und das ist ihre Kunst. Und das ist ganz großartig, dass sie das schafft. Das ist für mich etwas, was ganz wenig Leute schaffen und was ich als extrem künstlerisch empfinde. Also oft ist Kleinkunst ja eben im wahrsten Sinne des Wortes sehr kleine Kunst. Ja. Und das ist bei ihr nicht der Fall. Und ich mag das sehr, diese Art von Verstörung. Und wenn man da jetzt einen Einzelsatz rauszieht, dann ist das einfach unredlich. Ja. Und ihr Grundtenor ist natürlich extrem human. Ja. Ich weiß, ich kenne ja ihre Haltung auch. Und es hat einfach nichts mit rechts oder schon gar nicht mit antisemitisch zu tun, sondern sie nimmt diese Spuren auf, die in der Gesellschaft sind, und bläst sie auf und zeigt sie uns. Ja, und natürlich verzichtet sie darauf, immer wieder dieses kabarettistische Achtung, das ist böse, bitte glauben Sie daran nicht zu sagen. Ja. Aber gerade das ist für mich beim Kabarett auch oft so ermüdend, dass mir die Haltung so gezeigt wird, dass ich quasi gar keine Chance mehr habe, Ambivalenzen wahrzunehmen oder so. Ich finde Kabarett manchmal so ermüdend moralisch. Mhm. Ja. Und auch die Rezeption ist halt immer moralischer geworden. Ich finde, die Zeiten sind spießig und prüde geworden. Und gerade Linke sind unfassbar rigide. Über die Rechten will ich gar nicht reden. Ja. Die kommen in meinem Gedankentum ja gar nicht vor. Also ich meine, natürlich ist die Rechte ebenfalls intolerant. Die sind wirklich rassistisch und all das ist mir so fern wie nur was, ja. Aber mich nervt, dass meine ehemaligen Mitstreiter, wie gesagt, ich bin ja linksgrün sozialisiert worden, dass in dieser Seite sich diese Intoleranz und Prüderie und dieses Moralische so breit gemacht hat. Und dass so überhaupt keine Anarchie mehr da ist oder so ein Gefühl von, ich sag's jetzt einfach mal, probier mal, was passiert. Ich werf einfach mal was in den Ring. Mhm. So, und das finde ich schlimm. Das ist alles so festgefahren in den Hirnen, so ideologisch verfroren. Ja, da hat wahrscheinlich diese Schnipselpolitik im Internet, wo immer nur so ganz kleine Sequenzen aus dem Zusammenhang, wahrscheinlich ganz, ganz... Es ist nur auf der einen Seite ein totaler Marketing-Effekt, wenn es geteilt wird, ja, ein Riesenpublikum erreicht, ja, aber klar. Auf der anderen Seite kann es auch total viel kaputt machen. Naja, es wird bewusst kaputt gemacht. Also auch zum Beispiel, ich habe einen Shitstorm bekommen, auch wegen Corona. Und da kursierte so ein Schnipsel von mir aus meiner Sendung im Internet. Und da sag ich in die Kamera rein, bei uns in Deutschland haben die Virologen die Herrschaft übernommen. Und das wurde so von so komischen Rechten wurde das geteilt, nach dem Motto, ah, der ist auf unserer Seite, der findet das mit Corona auch alles scheiße und so. Und dann bekam ich einen Shitstorm von der anderen Seite, die sagten, siehste, die Rechten benutzen dich hier als Propagandamaschine. Das ist mittlerweile auch schon ein inflationäres Argument, wenn wir vorher da dabei waren. Gell? Ja, aber der Wahnsinn war, dass die Stelle in meiner Sendung weiterging, die Virologen haben bei uns die Herrschaft übernommen und das ist gut so, war der nächste Satz. Mhm. Und den hatten sie der einfach weggeschnitten. Und irgendwann kommen wir dahin, dass du im Fernsehen sagst, die Drecksau hat gesagt, Adolf Hitler ist ein guter Mann gewesen. Und dass die im Internet nur diesen Satz, Adolf Hitler ist ein guter Mann gewesen, rausschneiden. Ja, und dann bist du plötzlich Nazi oder so. Ja. Also das sind Gefahren, wo du dann plötzlich auch selber verklemmst, weil ich im Fernsehen manchmal in meinen Texten schon vorher darüber nachdenke, wie ich manche Sätze spreche, dass man sie nicht trennen kann, ohne dass man merkt, Gottes dass sie Willen. Getrennt werden. Und da fängt es an, hart zu werden eigentlich. Ne? Da fängt es an, extrem einschränkend zu werden und extrem ermüdend. Also da hört es auch auf, Spaß zu machen. Ne? Und an diesem Punkt sind wir im Moment. Die gesellschaftliche Debatte ist dadurch, dass über die sozialen Medien jeder mitreden kann, unfassbar erdrückend geworden. Hat es diesen Unmut vorher Facebook und Co. auch schon gegeben, glaubst du? Du hast einmal ein Beispiel vom Stammtisch genannt natürlich, wo dann sozusagen das verpufft, wenn einmal härter diskutiert worden ist. Genau. Aber ich habe schon das Gefühl, der Grant weniger ist er nicht geworden über die letzten Jahre. Habe ich jetzt auch. Das ist ein Gefühl, kann ich natürlich statistisch nicht belegen oder so, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Verbitterung größer geworden ist, ja. Weil man natürlich heute auch so Probleme hat, von denen man glaubt, dass sie nicht lösbar sind oder nur unfassbar radikal lösbar sind. Klimawandel,
Migrationskrise hat das, glaube ich, offengelegt. Angefangen hat das alles am 11. September 2001 mit den Anschlägen, als es losging, dass wirklich massiv über das Zusammenleben der Kulturen nachgedacht wurde und wie das weitergehen kann. Und da hat die Radikalisierung zugenommen, weil die Probleme auch grundsätzlicher geworden sind, habe ich den Eindruck. Mhm. Aber da wird natürlich auch, da spielt eine Riesenrolle, dass in unseren Medien eben nur wirklich Sensationistisches und Radikales dazu führt, dass du was anklickst, dass du ein Magazin kaufst, eine Zeitung. Ja. Ich hatte mal eine Unterhaltung mit einer Chefredakteurin einer großen deutschen Zeitung und da ging es bei mir um Alarmismus in einer Sendung. Und sagte sie, es hätte ihr gut gefallen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber guck mal, eure Zeitung ist doch da auch mit dabei. Ihr seid doch auch Alarmisten. Und dann sagte sie, ja, das Problem ist, dass wir, wenn wir eine Überschrift haben wie Steuereinkommen steigt um 4%, dann verkaufen wir die Hälfte der Zeitung, wie wenn da vorne draufsteht irgendwas ganz Schlimmes. Fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Das ist auch... Die Radikalisierung ist auch der Kommerzialisierung unserer ganzen Nachrichtenwelt geschuldet. Wir haben das Problem, dass unsere Nachrichtenwelt auf Sensationen angewiesen ist. Eine Zeitung muss jeden Tag voll werden, eine Internetseite muss angeklickt werden, damit Werbung kommt, bezahlt wird und Fernsehsender gucken auf die Quote. Und dadurch wird diese Radikalisierung auch die systemimmanent. Dagegen kann man auch nichts machen. Ich habe jetzt keine Idee zu sagen, was man ändern könnte. Die Frage ist halt auch, ob dann nicht sozusagen die Frage nach dem Henne-Ei-Prinzip ist, ob nicht auch die Medien, aber sozusagen die Gesellschaft auch ein bisschen in die Richtung erzogen haben, dass eben diese Sensationsgeilheit herrscht und dann scheinbar sonst nicht mehr viel angeklickt wird. Weiß man nicht, ne? Wo da jetzt klassischer das Fall von Huhn und Ei, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Also, weißt du nicht? Nee, ich glaube schon, dass das immer so war, dass du, das ist ja in uns evolutionär drin, dass du halt eben, wenn alles normal läuft, dann bist du ruhig, dann ist dein Blutdruck unten und wenn plötzlich irgendwas passiert, da raschelt was im Busch oder so und du hast wilde Tiere um dich rum, dann bist du halt aufmerksam und dann steigt der Blutdruck und dann guckst du hin und so. Und ich glaube, das ist in uns drin, dass wir auf Sensationistisches, auf Verstörendes halt stärker reagieren als auf das gleichbleibend Gute. Unsere Gesellschaft garantiert Nahrung, Kleidung, Heizung, Wohnung, Bildung und ärztliche Versorgung für alle. 50% des Staatshaushaltes geht in Soziales bei uns in Deutschland. Ich denke, das ist hier nicht viel anders. 1/3 von allem Erwirtschafteten wird sozial umverteilt. Das ist eine zivilisatorische Leistung, die ihresgleichen sucht in der Menschheitsgeschichte. Und wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich Fernsehen gucke, dann denke ich, es gibt nur Not, Elend und Verzweiflung. Mhm. Und das ist... Man hat gerade gestern ein komisches Gefühl. Das ist eine Katastrophe. Dass es nur Negatives gibt. Geht es dir da auch so? Und vor allen Dingen hat unsere Gesellschaft eben unfassbar Positives zu bieten. Das ist so wie bei uns die Sozialdemokraten, die jetzt bei der nächsten Wahl vielleicht mit 15% rausgehen werden, weil sie die ganze Zeit sagen, es muss sozialer werden, es muss dies passieren, das passieren. Erstens sind sie eine Dreiviertel der Zeit in der Regierung gewesen selber und hätten es machen können, wenn sie es wirklich für notwendig halten. Und das Zweite ist, anstatt dass sie dem Wähler einfach mal erklären, dass dieser unfassbar soziale Zustand, in dem sich unsere Gesellschaft befindet, nämlich dass eben 1/3 von allem, was erwirtschaftet wird, sozial umverteilt wird, dass man sagt, hey, das haben wir gemacht, 150 Jahre Sozialdemokratie haben das gemacht, dass unsere Gesellschaft einen derartig hohen Zivilisationsgrad erreicht hat und das, auf die Idee kommt überhaupt niemand mehr in unseren Zeiten, dass man mit was Positivem Wählerstimmen erreichen könnte. Gerade jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. In Deutschland, wir haben jetzt weniger als 2 Monaten Wahl und die Wahlbotschaften sind für mich abstrus. Die haben mit der Realität in Deutschland nichts zu tun. Eher, wie sagt man in Österreich, eher gerade die Schmutzkübelkampagne im Vordergrund. Es geht eher darum, die Skandale des anderen irgendwie bekannt zu machen und sich daraus irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Hat man zumindest so das Gefühl, das gell, dass das die...
atemberaubend schlecht, auch einfach, auch medial einfach schlecht gemacht. Wenn ich eine Wahlkampfkampagne machen würde, würde ich die versuchen, positiv aufzuziehen und würde versuchen, den Wähler zu erreichen, indem ich ihm sage, dass das, was ich tue, für ihn gut ist. Ja, und dass, wenn ich in der Regierung bin, dass das, was ich getan habe, für ihn gut war. Ich würde aufzählen, dass ich als SPD vieles erreicht habe in den letzten 70 Jahren für die Wähler. Ist natürlich aber aus der Defensivposition, wo du gerade eher in der Verteidigungshaltung bist und deine Skandale verteidigen musst, eher schwierig, deine positive Stimmung. Es ist vielleicht ein Ich finde aber auch, dass sie wahnsinnig schlecht sind. Einfach. Das macht mir auch echt Sorgen, weil unser politisches Personal ist so schlecht im Verteidigen der eigenen Standpunkte teilweise. Mag aber auch daran liegen, dass eben bei uns in Deutschland ist es so, dass ein Sparkassendirektor mehr verdient als eine Bundeskanzlerin und dass man in der Wirtschaft so viel mehr verdient, dass sich wahrscheinlich die kompetenten Menschen, die dazu in der Lage wären, den Job besser zu machen, auch kommunikativ besser zu machen, eben nicht um den Job als Landwirtschaftsminister bewerben, weil sie sagen, was soll ich denn da bewegen, kann ich auch nichts. Weil ich muss vorher durch alle Ortsvereine durch und dann müssen die das alles abnicken und dann muss ich noch fragen, was möchte denn der Ortsverein Tütteldorf noch, was soll ich für den, was muss ich denen noch versprechen, damit sie mich aufstellen und dann sagen die, ja, wir brauchen eine neue Ampelanlage da und kümmere ich mich auch noch drum. Und so, und Politik ist so ein kleinteiliges, mühseliges Geschäft und wird dann zudem noch schlecht bezahlt, sodass man irgendwie wahrscheinlich dann auch die richtig Kompetenten nicht dazu bringt, sich da zu engagieren. Du bist ja ein sehr politischer Mensch, das sieht man in deiner Vita auch, die bei der Gründung der Grünen dabei und so. Und eigentlich relativiert sich die Frage fast schon, aber ich stelle jetzt die Behauptung in den Raum, dass die Themen, die du auf der Bühne oder in den Fernsehshows bei Nur im Ersten behandelst, sind wirklich die, die dich emotional treffen, oder? Also das ist schon was, wo es dir wichtig ist, auch dazu Stellung zu beziehen. Kann man das so sagen? Ja, das ist ja persönlicher Ausdruck, was ich da mache. Also ich suche mir die Themen ja nicht fremdbestimmt aus, sondern das ist das, was mich bewegt dann halt. Ja. Und insofern rede ich über das, was in mir ist und über meine Gedanken und daher kommt das, ja. Ich glaube, das ist das. Ich habe Kunst studiert. Das war für mich immer selbstverständlich, dass das so geht. Also Authentizität sozusagen. Also, ja. Genau. Weil ich meine, es gibt ja verschiedene Zugänge, den Zugang der Kunstfigur oder so. Und nämlich, eben wenn man dann laut nachdenkt, dann hat man ja den Nachteil, dass wenn du keine Kunstfigur offensichtlich bist, dass dir das natürlich persönlich an den Latz geworfen wird, ne, sozusagen. Aber vor allen Dingen gibt es die Gefahr, dass das, was du ironisch gemeint hast oder das, was du überzogen hast, als deine echte Meinung dargestellt wird. Wo dann Rechtfertigungsbedarf ist. Dass du einfach mal irgendwas zu Ende denkst irgendwie und dann völlig übertreibst oder sowas bei der Satire ja auch ständig vorkommt und dass das dann als deine persönliche Meinung interpretiert wird. Sondern es geht ja auch eben darum, dass es aus dir kommt und authentisch ist. Aber natürlich ist nicht alles, was ich auf der Bühne sage, eins zu eins meine Meinung, sondern es sind auch so weitergesponnene Dinge, die der Verstörung dienen und die man nachher wieder einfängt. Ja. Und in dem Moment, wo du das rausreißt in einem YouTube-Clip von 30 Sekunden, in so einem Facebook-Clip oder so, dann ist das natürlich oft nicht mehr angemessen. Ja. Man hat schon das Gefühl, wenn Leute, die so eine Kunstfigur sozusagen etabliert haben, dass man denen ein bisschen mehr verzeiht. Gell? Die können, ja, klar. Das ist natürlich eine ganz andere Spielwiese, die bei Weitem nicht so gefährlich ist für die Privatperson. Dann. Ja, klar. Natürlich. Schon interessant, weil jeder ja weiß letztlich, dass es dieselbe Person ist, aber psychologisch, aber, dass man da dann nicht... Ja, weil dann deutlicher wird, dass es sich um Kunst handelt, ja. Irgendwie glaube ich, haben die Menschen ja überhaupt ein Problem mit Kunst, weil sie erwarten eindeutig benutzbare Ansichten und Dinge, die sie einfach verarbeiten können. Also alles, was Ironie ist, was Ambivalenz ist, also das wird schon nicht so richtig gutiert, weil es einen in Zweifel bringt. Ja? Und dieser Zugang der Verstörung, was Kunst ja oft mit sich bringt, ist ja eine gewisse Verstörung in deinem Kopf. Das soll ja was bewegen einfach, Gedanken aufbrechen oder so. Und wenn das passiert, sind die Leute meistens sauer, weil viele Leute lassen sich ungern ihre klar geformten Ansichten aufbrechen. Ist das ein bisschen sozusagen die Subbotschaft, die du vorher, wenn du sagst, du willst eigentlich mit der Kabarettszene gar nicht so in Verbindung gebracht werden, die ist jetzt schon sehr kommerziell
geworden ist dann teilweise. Das Kommerzielle ist gar nicht das, was mich stört. Mich stört, dass das meistens ideologische Gebrauchskunst ist. Okay. Das stört mich. Eigentlich weniger das Kommerzielle. Wenn jemand kommerziell Erfolg hat, den gönne ich ihm. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist eher so, dass die Ansichten, die da vertreten werden, einfach so stromlinienförmig sind meistens und oft keine Gedanken aufbrechen, sondern einfach nur affektiv wirken sollen. Mhm. Also Selbstbestätigung der Szene. Mhm. Ich mag ja Authentizität sehr, weil man könnte ja theoretisch auch irgendwelche gerade aktuellen Google-Suchbegriffe hernehmen und sagen, das könnte gerade viele Leute interessieren, das baue ich ins Programm ein oder so. Mhm. Ne? Also gibt es ja die unterschiedlichsten Zugänge. Ja. Aber ich finde immer die größte Kraft hat was, wenn's so. Darum habe ich gefragt, ob es aus einer Emotion rauskommt oder ja, ein wirkliches Anliegen oft ist. Oft stimmt das natürlich trotzdem überein, weil es halt eben, das ist der häufigste Google-Suchbegriff, wird sich wahrscheinlich gerade mit dem beschäftigen, was gerade irgendwie durch die Hirne der Menschen geht. Und das ist dann auch das, was bei dir dann irgendwann ankommt, weil es ja überall erwähnt wird. Bei Facebook, in der Zeitung, im Internet. Und dann plötzlich stößt du auf diese Begriffe und stellst sie in Frage oder denkst, was soll das jetzt eigentlich? Und stoppt es wirklich den Klimawandel, wenn ich jetzt heute mal auf mein Wiener Schnitzel verzichte? Und so? Das sind so die Fragen dann, wenn man das so runterbricht in die Realität. Das ist eigentlich sehr häufig mein Zugang, dass ich anfange, ideologische Dinge an meinem Leben oder am Leben der Menschen zu überprüfen und komme dann oft dahin, dass ich denke, dass wir die Dinge ideologisch so weit verkürzen, bis wir sie begreifen, aber bis sie auch völlig sinnfrei geworden sind. Ich habe in der Corona-Zeit jetzt, da wo es die ärgste Phase war, wo man sich persönlich nicht treffen durfte, auch so Corona-Gespräche mit ganz, ganz vielen lieben Kollegen begonnen und habe auch da irgendwie aus der Emotion heraus und der Enttäuschung, dass man gerade nichts machen darf und irgendwie auch das Gefühl hatte, es wird wahrscheinlich lange nicht möglich sein, Corona-Gespräche begonnen. Und Corona war, klar bekannt, ist ja sehr emotional aufgeladen gewesen. Und da ist die Frage in mir entstanden, weil viele Kommentare so gesagt haben, hey, wieso äußert sich der zu dem Thema? Der hat doch keine Ahnung über das und die sollen lieber bei Schuster bleiben bei deinen Leisten und was für ein Idiot und richtig beschimpft teilweise. Wie ist denn da deine Meinung? Wann darf denn ein prominenter Mensch eine Meinung äußern? Oder darf er es überhaupt noch? Ich finde ehrlich gesagt, ein prominenter Mensch darf zu allem seine Meinung äußern, genauso wie jemand, der nicht prominent ist. Mir ist es völlig wurscht, jeder darf das tun. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir die Dinge nicht den Experten überlassen. Das ist sogar ein Grundprinzip der Demokratie. Sonst hätten wir sowas wie eine Oligarchie oder wie sich Platon das vorgestellt hat, eine Philosophenherrschaft oder so, also eine Expertenkommission, die unsere Staatsgeschicke lenkt oder so. Das ist, ich glaube schon auch übrigens, dass Corona genau diese autoritären Vorstellungen von oben herab soll jemand entscheiden, der was weiß. Ja. Das halte ich für sehr gefährlich und demokratiefeindlich. Das ist übrigens auch, betrifft Fridays for Future, dieser Satz, Studien haben gezeigt, folgt der Wissenschaft und so, tut immer so, als gäbe es eine Wahrheit, die die Wissenschaft erzeugt und der muss man nur noch folgen. Ja, und das ist natürlich nicht der Fall. Das ist ein zutiefst demokratiefeindliches, eine zutiefst demokratiefeindliche Grundhaltung, die dahinter steckt. Wir vertrauen uns selbst dem weisen Mann an oder der weisen Frau heute natürlich und müssen selber nicht mehr weiter darüber nachdenken. Ja. Es gibt Wissenschaft, das ist sehr wichtig, das ist die wichtigste Erkenntnisgrundlage, die wir haben, ist Wissenschaft. Alles andere, Religion können wir vergessen, wir wissen nichts. Also aufgrund von Glauben kann ich keine Gesellschaft organisieren, aber aufgrund von Wissen muss ich das tun. Aber die Wissenschaft kann nur dieses Wissen zur Verfügung stellen. Was politisch daraus folgt, welche Schlüsse ich daraus ziehe. Der Klimawandel kommt, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber welche Schlüsse ich daraus ziehe, muss die Gesellschaft entscheiden. Und da reicht es nicht zu sagen, ich folge der Wissenschaft. Sondern da muss ich mir selber Gedanken darüber machen, wie bin ich bereit, mein ganzes Leben zu verändern, um welche Ziele zu erreichen. 1,5-Grad-Ziel, was kann ich in Deutschland tun, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Nichts, definitiv nichts. Deutschland hat 2% der weltweiten Klimaemissionen, Österreich hat noch erheblich weniger und die Tendenz ist unfassbar stark sinkend. Wir haben bereits 35% weniger
CO2-Emissionen als 1990, obwohl unsere Wirtschaft um ein Vielfaches gewachsen ist. Und in dem Moment muss ich mir sagen, was jetzt politisch daraus schließt, aus dieser Erkenntnis, dass dieses 1,5-Grad-Ziel unbedingt eigentlich erreicht werden müsste, damit sich Kipppunkte nicht einstellen und so weiter, dann muss ich mich fragen, wie kann ich jetzt überhaupt noch politisch Einfluss nehmen? Was ist effizient? Ja, und das muss gesellschaftlich entschieden werden. Da kann ich nicht einfach sagen, ich folge der Wissenschaft. Und Corona war auch so ein Punkt. Ich glaube, dass da klar wurde, in Corona-Zeit, nur mir ist klar geworden, dass Linke wie Rechte, also eben Ideologen an den Rändern der Gesellschaft, bereit sind, sich Autoritäten anzuvertrauen und denen das Ganze zu überlassen. Da ist auf der linken Seite so ein gewisser Gemütsstalinismus rausgekommen und an der rechten Seite dieser Gemütsfaschismus. Ja. Und die Mitte kam kaum noch zu Wort. Diese Leute, die sagen, ambivalent sagen, ja, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Wirtschaft aufpassen. Irgendjemand muss am Ende das Gesundheitswesen noch bezahlen. Auf der anderen Seite, wir wollen alle nicht krank werden. Die Krankheit ist schlimmer, als wir gedacht haben. Und so. Diese Komplexität der Themen, ja, gerät dann unter die Räder, weil diese politischen Ränder mit ihrem Autoritätsglauben einfach nur sagen, wem folgen wir, Stalin oder Hitler? Ja. Das ist für mich das eigentlich Schlimme, dass diese ganzen Themen zu einer gewissen Radikalisierung, zu einer Vereinfachung und zu einer Verdummung führen. Und ich glaube, es hat auch dazu geführt, dass die in der Mitte sind, zwischen den zwei Ideologien, einfach so leise geworden sind, weil sie sich nichts mehr sagen getraut haben, nur um nichts Falsches zu sagen. Das spüre ich manchmal so ein bisschen, oder? Das sind genau die eigentlich, das ist mein Publikum. Und ich glaube auch, dass ich dazugehöre einfach, weil ich bin ja eigentlich sehr leise in dem, was ich tue. Ich bin ja überhaupt nicht polarisierend. Ich spreche auf der Bühne genauso, wie ich jetzt spreche. Stimmt, ja. Ich bin eigentlich immer ambivalent. Obwohl zur Aufregung schon. Ja, und obwohl ist ein sehr häufiges Wort bei mir auf der Bühne. Und ich bin eigentlich selten so, dass ich ein Problem einseitig beleuchte, sondern fast immer werden beide Seiten der Medaille aufgenommen, dass ich da stehe und sage, obwohl, naja, wo... Das ist meine Art zu sprechen. Und ich glaube, dass das dann so eine Breitenwirkung gehabt hat. Dadurch war ich für diese Radikalen von rechts und links, bin ich irgendwann zu einer Projektionsfläche geworden. Für all das, was sie hassen, nämlich Ambivalenz, Offenheit und für diese bürgerliche Mitte, die eben sagt, ja, es gibt Dinge, die sind schwer zu entscheiden. Ich habe jetzt auch keine Idee, wie man das Klima retten könnte bis übermorgen. Gibt es da jetzt dann einen Punkt, wenn du sagst, ja, also man wird ja dann teilweise auch instrumentalisiert, wie man vorher schon gesagt hat. Gibt es da einen Punkt für dich jetzt privat einfach oder als Mensch, wo ich sage, boah, jetzt wird es langsam wird's mir zu heiß? Oder weil ich denke mir manchmal, wie gesagt, man muss ja das auch stehen können, so, ne? Als ganz normaler Mensch, also... Also ich habe schon, glaube ich, eine ziemlich gute Resilienz. Also, über die Jahre sozusagen, ja. Entwickelt. Mhm. Aber natürlich gibt es Punkte, wo du einfach denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja? Also ich ziehe in jeder Sendung über die AfD her. Und wenn dann bei den Meuten auf der Facebook-Seite plötzlich ein ganzer Text von mir zitiert wird, weil ich Witze über die Grünen mache, dann denke ich natürlich auch, scheiße, da wirst du instrumentalisiert von Leuten, von denen du nicht instrumentalisiert werden willst. Ne? Und dagegen kann ich dann nur, meistens machen die irgendeinen Fehler, verwenden ein Foto von mir, dann kann ich einen Rechtsanwalt losschicken und kann die abmahnen lassen oder so. Aber das ist bei Facebook auch schwierig, weil bei Facebook ist irgendwie mit den Fotos, ist ja alles, das ganze Urheberrecht ist ja ausgehebelt bei denen und so. Es ist schwierig, ne? Aber das... kann kein Kriterium sein, die eigene Arbeit zu verändern, weil es ist leider so, wenn du keine Witze mehr über Linke machen darfst, weil das die Rechten lustig finden, dann hast du den Zwang plötzlich, ausschließlich, dann darf Humor nur noch über Rechte gehen. Das geht nicht, das ist einfach nicht so. Es muss möglich sein, über alles in dieser Gesellschaft Witze zu machen. Und jetzt ist es halt so, dass ich, wenn ich Witze über Grüne mache, bin ich ein Rechter und wenn ich Witze über die AfD mache, bin ich ein linksgrün Versifter oder ein Sklave des öffentlich-rechtlichen Systems oder so. Ja. Und so ist das in allen Bereichen. Du wirst immer gleich am anderen Ende der politischen Skala vermutet, wenn du einen Witz machst. Und unter diesen Umständen gibt es nur zwei Alternativen. Entweder du hörst auf, Witze zu machen, was ich sehr schade finde, weil ich finde, dass unsere Gesellschaft diesen Punkt erreicht hat, wo es immer humorloser wird.
Oder du sagst einfach, es ist mir egal. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, es ist mir egal. Mhm. Wahrscheinlich lebensnotwendig, weil sonst könntest du das nicht mehr durchhalten. Nein, die Alternative ist eben aufzuhören, ja. Witze zu machen, Spaß zu haben. Da gibt man das auf, was dein Leben, was dein Herz, wofür dein Herz schlägt. Ne? Vor allen Dingen in so einer Gesellschaft möchte ich auch nicht leben. Ja. Also, die so ist woke das ist, dass man sich nicht mehr bewegen darf. Dass man jede Bewegung überprüfen muss. Ich finde, das grundsätzlich an dieser ganzen woken Gesinnung heute, finde ich das Totalitäre einfach unfassbar erschreckend. Ja. Wie die Leute bereit sind, ihr ganzes Leben einer Idee zu unterwerfen und nicht mal mehr einen Scherz zu machen, der darüber hinausgeht. Das Schöne an Scherzen ist, dass sie manchmal böse sind, dass sie manchmal Dinge tun, dass man über Dinge lacht, über die man eigentlich nicht lachen darf. Das ist ein wesentlicher Punkt des Humors. Ja? Und wenn das nicht mehr geht, dann leben wir in einer so repressiven Gesellschaft, in der ich nicht leben möchte. Und dann kommt bei mir so eine Renitenz raus. Ja? Ich bin wirklich, ich werde immer renitenter, was das angeht. Es stachelt mich an, ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Und das finde ich auch so jetzt erst recht ein bisschen. Ne? So. Ja, auch eben aus diesem Gefühl heraus, wenn der Käfig enger wird, dann rüttelt man stärker am Zaun. Ja, und das ist halt so. Das ist ein bisschen wie so ein Affe im Käfig. Da bleibt bei mir leider noch immer die Frage übrig, wie es so weit kommen konnte, dass sozusagen so eine Empfindlichkeit in einer Gesellschaft entstanden ist. Also das ist mir irgendwie noch immer nicht ganz... Also grundsätzlich glaube ich, dass das immer so war, okay. Dass das nur eben, dass es nicht die Medien gab, die das übertragen haben. Also wenn man am Stammtisch saß und hat sich fast geprügelt über irgendein Thema oder so, dann hat man die Kneipe verlassen und es war weg. So, und im Internet bleibt das stehen. Das heißt, irgendjemand kommt 2 Monate später vorbei, klickt das an und sieht das Ganze wieder. Und schon ist es wieder da und die Diskussion geht von Neuem los. Ja? Und das heißt, dieses bleibende am Leben Internet, erhalten, das Internet hält die Zeit an und stellt dem Ist-Zustand, dem jetzt gerade existierenden Zustand, gibt immer noch was dazu, ohne dass das Alte verschwindet. Ja, und das macht es, glaube ich, zunehmend unerträglich, die ganze Stimmung da draußen. Irgendwas dampft da. Das ist schlimm. Bist du einer, der den ganzen Tag analysiert, so... Sozusagen alles Gesehene und Erfahrene. Ich schätze dich nämlich so ein, das merke ich bei deinen Fotos auch, dass du so einer bist, der Momente einfach ganz bewusst festhalten muss und so. Ich habe schon so ein bisschen autistische Züge, was das angeht, ja. Keine Ahnung, ich habe das nie messen lassen, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es irgendwie bei mir so ein bisschen komisch ist, dass ich wirklich alles immer hinterfrage, von morgens bis abends. Ich kenne das gut. Das ist manchmal mühsam. Es kann auch ungesund werden, wenn man sich's... Ja. Dann auch noch zu Herzen nimmt. Gell? Man kann ja auch nicht morgens anfangen zu saufen, das geht ja nicht. Ne? Oh, kann man schon. Kann man schon, führt aber auch auf Dauer zu nichts. Ne? Zu nicht viel. Ja. Einmal in der Woche ist es lustig. Ja. Nein, nicht morgens. Ja, genau, morgens, also ne. Aber schon mal, ja. Schon mal Dieter, das war total super. Ja. Ich hätte noch urviel andere Themen gehabt, aber ich denke mir gerade, das ist einfach gerade so emotional, so. Man ist ganz so intensiv gewesen und ich sage jetzt einmal ganz frech, ich hebe mir das für einen zweiten Teil, wenn du wieder nach Österreich kommst. Machen wir, war echt schön, hat mir echt auch Spaß gemacht, machen wir wirklich, verspreche ich jetzt hiermit. Danke. Ja, machen wir. Also ich habe gerade so ein gutes... Weil ich würde auch gerne noch über die Fotos reden und über alles. Ja, so, voll, die Leute. Das wäre jetzt nämlich... Ja, weil es gibt 2 Homepages bei mir. Die eine ist nur.de, da ist meine Comedy-Homepage, da stehen die Termine drauf und so. Und auf der anderen Seite ist diese dieternur.de und da sind meine Bilder drauf. Und im Moment habe ich so, ich habe in der Corona-Zeit so ein bisschen mich zurückgezogen. Ja, auch musste ich ja, weil eben waren ja keine Auftritte möglich. Ja. Es war nur die Sendung und hatte plötzlich sowas wie Zeit, was ich nie hatte und konnte mich mit meinem alten Fotomaterial, ich bin ja immer sehr viel gereist auch, das Reisen war nicht mehr möglich, ich bin 4, 5, 6 Mal im Jahr irgendwo hingereist, andere Kontinente, um mir Distanz zu schaffen zu meiner eigenen Lebenswelt, das finde ich unfassbar wichtig, wenn man irgendwas macht wie Kabarett oder so, dass man versucht von außen drauf zu gucken auf die eigene Welt. Und Themen diesen, auch einsaugen, nehme ich ja, an. Ja, genau, das richtig einzuordnen, um das global einzuordnen. Ne? Und einsaugen auch für neue, sozusagen fürs neue Programm oder so. Ne? Ja. Und habe dann nämlich viel
viele Bilder mitgebracht und diese Bilder habe ich jetzt remixed und vermalt. Ich habe es gesehen, großartig. Und mache sehr viele Ausstellungen in den nächsten Jahren und das ist so ein Punkt einfach, der mir immer wichtiger wird. Ich habe Kunst studiert, habe immer auch Bilder gemacht und es war immer für mich schon so, die Hälfte von dem, was ich tue, war bildnerische Kunst und die andere Hälfte war Kabarett. Und jetzt nimmt diese bildnerische Kunst, das wächst so ein bisschen so. Und da, darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Ja, voll. Ich wollte gerade noch sagen, es ist ja auch so schön, wenn man sozusagen schon eine Verfolgerschaft hat, dass man dann auch die Möglichkeit hat, etwas, was einem noch so wichtig ist, dann auch gleich vielen Menschen präsentieren zu können. Gell? Auf jeden Fall. Das ist natürlich der Lohn der Arbeit von Kabarettbereich. Oder von so. Obwohl, ja, ich glaube schon, dass das irgendwie so ein bisschen getrennt ist. Ich glaube, das sind andere Menschen, die sich dafür interessieren. Das glaube ich schon. Und ich will das auch gar nicht so vermixen vom Publikum her. Also ich mache diese ganze Kunst, kann ich mir Gott sei Dank, durch die eine Kunst kann ich mir die andere leisten, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt kommerziell irgendwie möglich ist. Da geht es um ganz andere Gedanken, gell? Ja, aber das habe ich sowieso, ich glaube sowieso, dass der kommerzielle Gedanke in der Kunst, natürlich freue ich mich, dass ich viel Geld verdient habe in meinem Leben damit. Das war immer schön, das war ein schönes Gefühl, weil es auch Anerkennung ist und weil es mir das ganze schöne Leben ermöglicht hat, was ich jetzt habe. Aber es war, wenn in dem Moment, wo du das tust, um das zu erreichen, glaube ich, wird das nie funktionieren. Also ich würde nie, wenn du beim Text darüber nachdenkst, was könnte ich schreiben oder wenn du ein Bild machst, was mögen die Leute oder so. Das habe ich vorher so gemeint mit dem, man könnte es ja auch marketingmäßig angehen und sagen, welche Themen funktionieren. Ich glaube eben dann. Es wird nicht funktionieren. Ja. Da bin ich ganz sicher, es klappt nicht einfach, wenn man so denkt. Man muss völlig unabhängig sein Zeug machen und kann dann hoffen, dass das erfolgreich wird. Aber in dem Moment, wo du etwas machst, um erfolgreich zu werden, wird es nicht funktionieren. Oder es führt zu dieser Instagram-Bekanntheit für 15 Minuten. Das ist zu wenig. 15 Minuten ist zu... Das ist Andy Warhol, ne? Hat er gesagt? Was für ein Visionär, oder? Dass du das gesehen hast. In 60er Jahren, ich meine. Wahnsinn, ne? Mal ganz im Ernst. Jeder wird mal berühmt sein für 15 Minuten. Ich glaube 15 Minuten. Ja, ich glaube, genau. Wir hoffen, Dieter, dass wir jetzt für, ich schätze jetzt, aber keine Ahnung. Wir haben schon länger als 15 Minuten geredet. Für 45 Minuten berühmt geworden sind. Genau. Gut, du brauchst jetzt nicht mehr so daran arbeiten. Oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist alles so kurzlebig. Irgendwie. Du bist auch ganz schnell wieder nicht berühmt. Ist auch eigentlich gerade völlig egal, weil ich muss sagen, was bleibt übrig? Es hat total Spaß gemacht. Ja. Und dann... Wenn man das erreicht hat, ist ja schon alles, also mehr Absolut. Kann man im Leben. Absolut, das war ein echt schönes Gespräch. Danke, wir machen schon weiter. Danke. Ja, und dann den Menschen, die es jetzt gerade geschaut haben, sage ich danke fürs Zuschauen. Ich auch. Ich sage danke, Dieter, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Unfassbare Freude. Ja, schön. Und vielleicht, ich sage nicht mehr traditionell den Satz, YouTube. Diesen Kanal kann man abonnieren, also wer die Gespräche vom Roten Stuhl nicht versäumen möchte, dann freue ich mich über ein Abo. So, jetzt habe ich die Marketing-Durchsage auch noch. Ja. Jetzt drehen wir den Laden. Ich werde es erstmal auch anklicken jetzt. Also. Macht's gut zu Hause. Ciao. Ja, tschüss. Ciao. Mm-hmm.